Dieses Video zeigt die Darsteller privat. Möchten Sie die Illusion der Rollen für Ihr Kind aufrechterhalten, schauen Sie es bitte alleine weiter. Okay, ich kann sie nicht mehr sehen, ich bin gestresst! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und wir sind in Frankreich. Also wir spielen nicht in Frankreich, aber wir sind da mal so unterwegs mal hin. Hier, guck mal. Ja, jetzt haben wir gesehen, wie die gehen, oder? Nein, wir gucken uns das jetzt an. Der Fabian ist ganz wichtig, wenn wir uns bewegen auf die Straße in Frankreich. Man muss auf die Boden schauen und es gibt eine, ich habe etwas zu sagen. Merci beaucoup. Wenn man auf die Boden schaut, gibt es einen Unterschied. Es gibt Merde, aber es gibt auch Erde. Man muss aufpassen, in die Märkte reintreten ist nicht so schön. Petit France? Kathedrale? Die Kathedrale sehen, Petit France. Direktion. Martina hat heute Geburtstag! Und zu deinem Geburtstag sind wir extra nach Frankreich gefahren, um das da zu feiern. Leider nicht Paris. C'est mon anniversaire. No. So, Gott. Das ist dein Tattoo. So würde ich dann aussehen. Ja, Das ist mein Haus. Mein Urlaubshaus. Also mein normales Haus. Natürlich ist viel zu klein dafür. Fabian zieht Juttas Haare ein. Wie abgefahren ist das denn? Ich kann nicht mehr. Heute sind wir in St. Louis. Und anscheinend ist das hier gut abgeschirmt, damit sich hier niemand in die ersten Reihe einschleichen kann. Oder mal gucken, was Andreas macht. Wow. Andreas, okay, man kann sich doch in die erste Reihe einschleichen. Aber guck mal, wie cool das hier aussieht. So ein bisschen, als wenn das in den 70er Jahren hängen geblieben ist. Hier so. Guck mal, was für eine schöne Treppe hoch. Und hier ist übrigens die VIP-Lounge. Heute spielen wir in Trier und wir können vorher noch mal die Stadt unsicher machen. Wo ist McCaffee? Das ist Trier. Oh! Was ist das für ein Gebäude? Die Porta Nigra. Die was? Was ist das? Das schwarze Tor. Von der Post. Jutta, Babette, wollt ihr auch ein Stück? Ich muss die Zuschauer erstmal aufklären. Man muss dazu sagen, die Mädels hier, die haben eine Challenge gemacht, dass sie die ganze Woche keine Süßigkeiten essen dürfen. Wir werden jetzt alle wunderschön und schlank. Ich hab ich gesagt. Unglücklich. Ja, weil der Insulinspiegel, keine Ahnung, wie es funktioniert. Na, bist du Dr. Jutta! Erst bist du glücklich und dann. Jutta. Guck mal hier. Guck mal, wie sich das zieht hier im Babette. Ey, was machst du? Ey, ohne Witz, wenn man dran liegt, ist das schon eine Befriedigung an sich. Ja, man hat dann irgendwie gar nicht mehr so drauf. Es ist aber verdammt lecker. Genau wie bei Männern. So, unser Saal heute in Trier. Oh, ich bin an. Nette Garderobe mit netter Couch. Wir sind in Bonn angekommen. Und das ist der Rhein. Guck mal, ein Asiaschiff. Das Tape liegt jetzt übrigens immer hier. Und jetzt sieht das ein bisschen aus wie die Ferkel einer Sau. Wenn es leer ist, dann überlegen wir uns das Neues. Was machst du? Ich stehe auf. Achso, so sieht Toni aus, wenn sie aufsteht. Ah, perfekt. Ja. So, wir sind hier in der, wie heißt die Halle? Das ist das Brückenforum in Bonn. Das Brückenforum in Bonn. Und hier wurde, glaube ich, gerade erst Karneval gefeiert. Ah, hier wird immer, oh, Entschuldigung an die Bonner, hier wird immer noch Karneval gefeiert. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Wie wir uns doch verändern, wenn wir plötzlich aus dem Süden hierher kommen. Ja, ich denke danach. Wie schön die Zeit doch früher war. Als wir noch in München aufgetreten sind. Die Wärme in seinem Herzen war noch da. Aber hier ist jetzt auch viel wärmer. Wir liebten uns, egal was auch geschah. Okay. Doch jetzt bin ich da. Carina ist wieder da. Hallo. Sie fummelt wie eh und je. Hey. Ja, guck mal, der ist schon ganz kaputt gefummelt. Dass oh Gott. Ich weiß gar nicht. Er spielt
fängt schon was an bei mir. Das will ich nicht sehen. So, wir haben heute frei und dachten, wir verbringen unseren freien Tag mal auf der Autobahn. Schön hier. Ja. Nein, sie haben die nicht süßes Essen schamlos gebrochen. Was soll das? Und sie haben mir was geklaut. Ja, ich habe sogar gesagt, ich gebe euch nichts und sie haben es einfach geklaut. Babette. Oh, schäm dich. So fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. Was war jetzt eure Begründung? Warum habt ihr jetzt aufgehört mit der Challenge? Weil wir stehen hier seit einer Stunde in Stau, weil da war ein Unfall. Und dann haben wir gesagt, dann dürfen wir. Und was ist genau die Begründung? Der Stress. Stress. So. Einfach der Stress. Ja. Wäre so viel Stress, wenn wir hier stehen. Lass mich, ich bin gestresst. Geh. Ich kann dich nicht mehr sehen, ich bin gestresst. So, wir machen hier wie jeden Morgen immer Sportübungen. Ja, jeden Morgen vor dem Frühstück und erst danach wird gegessen. Ja. Ich hab schon gegessen. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel gegessen. Doch, haben wir. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Wir sind heute in Nienburg und hier ist jetzt allgemeines Dudmaking. Ist auch wieder ein Special VIP-Bereich. Oh Gott. Das hier ist der Gong, was ihr hier hört. Das ist richtig creepy. Es ist wie in so einem Horrorfilm oder so einem alten Märchenfilm. Jutta, weil die Show vorbei ist, du siehst so schön aus. Wunderschön aus. Danke. So ungefähr wie der Joker. Wow. Heute spielen wir in Brandenburg. Heute sind wir bis zum letzten Platz ausverkauft. Dabei sein. Ja, wir sind hier in Berlin im Admiralspalast. Ich finde ihn ein bisschen düster, aber wir erhellen ihn gerade. Das ist der Saal. Also wir müssen sehr hoch gucken. So, da oben sind Dave und Andreas und also es ist schon sehr steil. Schauspielerleben, Technikerleben. Publikum ist leer. Heute Doppelschuhe, 2 auf 500. Das ist übrigens die Tür nach Narnia. Wollen wir da hin? Ja, komm, wir kommen. Lass uns los. Oh mein Gott. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier ein Schneekönigin und ein Frühling. Hallo. Ich hab gedacht, und sieht man viel zu selten. Also auf jeden Fall wollten wir irgendwas Lustiges machen und nicht ins Kamera klauen, aber uns fällt nichts ein. Deswegen. Ist nicht lustig. Tschüss. Tschüss. So, wir haben Pause und übrigens, heute ist Sonntag. Das heißt, die Schokoladen-Challenge ist quasi die Süßigkeiten-Challenge für heute zu Ende. Ja! Und wer hat's geschafft? Die Franzi und ich. Nicht Franzi und Jutta haben gewonnen. Darauf ist. Darauf isst sie erstmal Schokobrötchen. Das war wieder ein neuer Vlog von der Schneekönigin und jetzt machen wir erstmal von ihr und jetzt machen wir erstmal 3 Tage Pause haben wir jetzt erstmal, wir fahren jetzt erstmal für 3 Tage nach Hause und ja, wir spielen auch demnächst in Hamburg. Kommt vorbei. Wir sehen uns und hier könnt ihr doch mal alles anklicken, was ihr verpasst habt. Es lohnt sich, verrückte Truppe. Lohnt sich dabei. Macht's gut. Bis bald. Oh, yeah. Und die Schneekönigin twirkt.